cars. Didn't even get some cars. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, heute werden wir live angreifen mit meinem zweiten Account. Und zwar sind wir mit dem gerade in Dark Forest, wo wir gerade auch angefangen haben zu pushen. Demnächst fangen wir nicht nur mit Dark Forest an zu pushen, oder mit Dark Forest haben wir schon angefangen zu pushen. Der Push bei Black Forest beginnt bald. Weed Forest wird auch bald losgehen. Und White Forest wird auch bald losgehen. Heißt, in 2 Tagen pushen alle Clans zusammen und dann mal gucken, was wir in 2 Wochen erreichen können. Und genau danach entsteht dann eben Weed Forest. Was sage ich schon? Weed Forest. Oh shit. Ja, egal. Auf jeden Fall wollte ich gerade eben die Nummer angreifen. Egal. Auf jeden Fall machen wir dann in ab dem 1. August, glaube ich. Wie heißt Quantum's Forest, heißt es wird der neue Push-Clan, deutsche Push-Clan sein von Quantum's Web. Heißt, da können alle rein, die einigermaßen ein paar Pokale zusammen haben. Und ja, ich denke, so ab 3600 wird es sein, also ab 1. August wird es den Clan angeben. Und dann mal gucken, wie weit wir so hochkommen. Nur deutschsprachige Spieler werden da drinne sein. Und eben, es wird so eine so ein kleiner Merch zwischen der Forest Family und eben Quantum's Web sein. So, gerade eben wollte ich die 27 angreifen, die wurde mir allerdings schon genommen, da wäre ich easy auf 3 Sterne gekommen. Jetzt greifen wir einfach mal die Base hier an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so gut mit Lava Union durchkomme. Ich werde danach noch einen Fight machen und der wird dann eben mit, ich habe gedacht so an Hexen oder so, ganz viele Hexen, vielleicht noch 1-2 Golems und ein Packer oder so. Und dass wir dann so eine Base zerstören, das habe ich im letzten Clankrieg so gemacht und es lief schon richtig gut. Und ja, ich würde sagen, wir droppen hier erstmal 2 Lakaien hier kurz ein bisschen aufräumen. Dann droppe ich hier unten mein Golem, um die Helden zu zerstören vom Gegner eben. Ah, ist jetzt ärgerlich, dass ich kein Jumpspell dabei habe. Mal gucken, ob wir trotzdem irgendwie was reißen können. Und ja. So, ich würde sagen, ich warte noch ganz kurz, bis ich dann auch schön mit dem Golem reinkomme. Ich hoffe nur, dass die Queen noch rauskommt, sodass meine Helden, seine Helden easy killen können. Ohne Probleme eben. Und dann werde ich von irgendwo, ich habe noch keine Ahnung von wo, eben mit Lava Lunin reingehen. Oh shit, ich sollte mich wahrscheinlich mal beeilen. Sonst wird das Ganze nichts mehr von der Zeit her. Drop jetzt hier erstmal meinen King, meine Queen. Hier die ersten Mauerbrecher. Drop ich hier mal noch die 2 Magier, nochmal ein paar Mauerbrecher. Ich weiß nicht, ob ich schon den ersten Wutzauber raushauen soll. Vielleicht, ja. Scheißegal, wir versuchen es jetzt einfach mal. Fett, eine schöne Lücke ist schon mal drin. Der Golem, ich weiß nicht. Oh shit, der Golem ist schon total am Arsch. mal gucken, ob der King oder ob sie jetzt noch hier die eine Luftabwehr ausschalten könnten. Das wäre echt der Hammer. Allerdings glaube ich, dass das nichts mehr wird. Schön haben sie schon mal aufgeräumt. Schade. Das wäre echt geil gewesen. Trotzdem werden wir jetzt von hier unten reingehen. Mal gucken, ob wir noch irgendwie was reißen können. Ich weiß gar nicht, ob der schon Klamuk-Truppen hat hier oder nicht, also. Ups. So. So, jetzt schnell die Wutzauber hinterher. Ein paar Lakaien habe ich ja auch noch am Start. Mal gucken, ob wir mit denen auch noch was reißen können. Hier euch noch einen hin, sodass die mit dir auch schön schnell zerstört wird, weil wenn wir jetzt die X-Bögen nicht down bekommen, dann wird es ganz, ganz schwer mit den 2 Sternen oder mit den 3 Sternen. Ja gut, 3 Sterne kann ich wahrscheinlich abhaken. Shit, warum gehen die nicht auf den Magierturm? Was soll die Scheiße? Oh Mann. Fuck, jetzt bin ich am überlegen, wie ich den Magierturm ausschalten soll. Poison Spell bringt mir in dem Fall nichts. Ich muss einfach hier die Bogenschützen droppen. Versuchen, ob ich so noch irgendwie was reißen kann. Puh, das wird eng, das wird eng. Okay, perfekt. Und jetzt kommt es auf den Tesla an. Ja, hätten meine Minis an. Schade, trotzdem den Fight haben wir schön verkackt. Wir werden jetzt trotzdem nochmal mit Hexen angreifen. Und da hoffe ich, dass wir dann die 3 Sterne holen. Ich jamme jetzt schnell die Truppen. War ein bisschen unerwartet, weil die 27 eben schon angegriffen wurde. Das war nämlich eine richtig schlechte Rathaus 10er Base. Die hätte ich easy bekommen. Und ja, wir greifen jetzt mit Hexen an. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal jede Menge Hexen mit. Packer würde ich auch mitnehmen.
Vielleicht noch ein paar Mauerbrecher, paar Magier, vielleicht noch ein paar Bogenschützen so zum für außen rum. Ja gut, nehmen einfach noch mal einen mit. So, perfekt. Golem haben wir schon dabei in der Klamburg hoffentlich. Und dann nehmen wir noch, ich weiß nicht, ob ich einen Heilzauber mitnehmen soll oder nicht. Das bringt es halt manchmal echt. Wir versuchen es einfach mal mit einem Heilzauber, zwei Charm Spells und dann noch einem Wutzauber. Meine Heilzauber sind leider noch nicht ganz so hoch. Trotzdem, es bringt hoffentlich schon was. Und ja, wir gehen jetzt weiter einfach fighten. Wir gucken, welche Nummer wir nehmen werden. Vielleicht eine von oben, vielleicht hier die 21. Mal gucken. Mal die 22 angucken. Oh shit, die habe ich ja gerade eben schon verkackt. Na gut, egal. Weiß nicht, hier mit den Single, mit den Infernos ist halt ein bisschen scheiße. Obwohl, die Magiertürme sind einfach richtig schlecht und die Minenwerfer eigentlich auch. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir gehen einfach von einer Seite rein. Versuchen einfach, dass unsere Hexen so lange wie möglich überleben. Wir haben auch noch, oder Jump Spells reicht. Ja, perfekt. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Es kann sein, dass wir total verkacken. Kann aber auch sein, dass wir die richtig abziehen. Und ja, drop hier erstmal meinen Golem. Dann hier meine schönen, die Magier hinterher. Charm Spell haue ich hier hin. Dann jetzt die ersten Hexen droppen. Packer haue ich hier hin. Gut, die Mauerbrecher waren eigentlich extrem unnötig. Ist mir gerade aufgefallen, aber scheißegal. Hier haue ich jetzt erstmal dem Wutzauber hin, dass mein King noch ein bisschen überlebt. Hier noch ein Jump Spell. Heilzauber ist jetzt noch nicht angebracht. Oh shit, und der erste Inferno ist schon gleich down. Es ging schneller als erwartet. Momentan sieht es, glaube ich, nicht schlecht aus. Hier oben bin ich relativ froh, dass ich meine... dass ich einen Heilzauber dabei habe. Oh kacke, wäre das eng gewesen. Auf jeden Fall, die Hexen gehen jetzt gleich rein. Sieht... Nein. Oh shit, war das knapp. Fast wären alle Hexen down gegangen durch die eine fette Bombe. Ich würde sagen, ich hau hier noch schnell die zwei Bogenschützen hin. Vielleicht bekommen wir hier den Turm noch down. Dann überlebt eventuell noch mein Packer. Wenn wir jetzt noch den scheiß X-Bogen down bekommen, dann könnte der Fight wirklich noch was werden. Und natürlich der Inferno. Allerdings ist es ja sozusagen Voraussetzung für einen guten Fight, wenn man only mit Hexen angreift. Leider sterben jetzt gerade doch die ein oder anderen Hexen. Der Minenwerfer ist auch down, fett. Jetzt kommt es wirklich auf den Inferno an. Er hittet meine Queen schon an, das ist schon mal gut, dass eben eine Hexe weniger zum Beispiel gekillt wird, zum Beispiel jetzt einfach nur. Trotzdem muss der Inferno down gehen, sonst ist der Fight am Arsch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh shit, ja man. Ja man, also ich weiß nicht, irgendwie mit Hexen fand sich eigentlich schon abnormal, also es macht echt Spaß. Zeit war eigentlich auch kein Problem, jetzt schön 3 Sterne gegen Rathaus 10er geholt, gerade eben davor gegen Rathaus 9er total verkackt mit Lavalunien. Kann mich eigentlich echt nicht beschweren, also mal gucken, wie der Clankrieg ausgehen wird. Wir führen gerade doch noch, ja, relativ hoch, 24-3, natürlich haben die auch viel, viel weniger Angriffe. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach hier noch schnell den Fight an. Okay, interessante Base, auf jeden Fall gegen die 6. Übrigens, Drachenkeule ist auch ein deutscher Clan. Mal gucken, wie es bei denen aussieht. Übrigens, das ist eigentlich nur so ein Probefight. Also, das sollte eigentlich gar kein richtiger Clankrieg werden, sondern eher so, wo man einfach mal alles testen kann. Und ja, deshalb hat er eigentlich keine wirkliche Bedeutung jetzt für den Clan allgemein. Vielleicht gibt es dadurch ein, zwei neue Stellvertreter, muss ich mal gucken, oder müssen wir mal gucken. Und ja, jetzt würde ich hier Alex eben raten, schnell mal seine Helden zu droppen, sonst wird das Ganze nix und eventuell auch mal, ja, ein Jumpspell, genau. Ich check nicht, warum man seine Helden nicht droppt. Die Scheiße wird ja sonst gar nichts, wenn er... Oh Mann! Hat er einfach schön schnell am Anfang noch die Helden gedroppt. Oh shit, der Blitzzauber ist auch für den Arsch, auf jeden Fall. Hätte er die Helden schon viel, viel früher gedroppt, dann wäre das auf jeden Fall was geworden. wenn er sie jetzt droppt, das bringt ihm einfach gar nichts mehr. Also, vielleicht mit Glück, mit viel Glück bekommt er jetzt noch die Tesla down. Queen viel zu früh gezündet. King auch viel zu früh.
Ich denke, Stratos bekommt da trotzdem allerdings mit viel Glück hier nochmal. Und trotzdem, der hat noch erstaunlich viel Truppen in meinen Augen. Also, wenn er jetzt noch die Mitte irgendwie ausschalten könnte, was allerdings nichts wird, hätte er Chance noch für 3 Sterne gehabt. Trotzdem hätte er vielleicht die Helden ein bisschen früher gedroppt, dann hätten es wirklich, hätte es wirklich ein ordentlicher Fight geben können. Mit 3 Sternen eventuell, mit ein bisschen Glück. Und ja, so jetzt 71%, 2 Sterne, was will man mehr? Gegen die 6. Passt, denke ich. Und jo, das war's fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Bock habt auf weitere Clankrieg-Videos, lasst mich auch wissen. Und lasst mich auch wissen, mit was ich demnächst mal angreifen sollte im Clankrieg. Heißt, vielleicht mal mit Schweinereitern oder so. Ich muss mal gucken. Die sind bei mir jetzt noch erst Level 3. Ich glaube, die gehen gerade auf Level 4, wenn ich mich... Ja, oh, die gehen auf Level 4. Und dann können wir die ja eventuell auf Level 5 jammen. Kommt drauf an. Und wenn ich, ja, sobald ich einfach genug Dunkselixier habe, die kosten ja danach, wie viel kosten die eigentlich? 40.000 oder danach, ja, werden sie noch teurer sein, wahrscheinlich 60 oder 80, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir die dann auf 5 machen, vielleicht mal mit denen zu fighten oder ausprobieren. Golems sind bei mir leider auch noch ein bisschen low. Ansonsten mal so Quattro Lavalunien wäre auch eine Option oder einfach mal so alles zu kombinieren, Golem mit Ballons, Schweinereitern, Hexen und jo, das war's jetzt wirklich fürs Video. Wie gesagt, lasst mich alles in den Kommentaren wissen und haut rein und bis zum nächsten Mal.